Ich möchte nun wieder zurück von den Museen ins Archiv und rufe auf Frau Dr. Rabia Limbach. Wo ist sie? Da ist sie. Sie sind Projektkoordinatorin von Retro Spezial DDR und Mitglied des Webteams am Deutschen Rundfunkarchiv. Und ich bin sehr gespannt darauf, was Sie uns über das Retro Spezial DDR in der ADRD Mediathek zu berichten haben. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich auch hier sein kann. Sportliches Programm. Ich hoffe auch, dass ich das in 10 Minuten gepackt bekomme. Genau, ich habe als Überschrift gewählt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Retro Spezial DDR in der ARD Mediathek. Das Zitat, das kennen Sie wahrscheinlich. Der Herr hat es gesagt. Und dieses Jahr hat sich am 13.06.2021 der Jahrestag zum Beginn des Baus der Berliner Mauer zum 60. Mal gejährt. Und zu diesem Anlass hat das Deutsche Rundfunkarchiv 56 Minuten Mitschnitt der Pressekonferenz mit Walter Ulbricht zur innerdeutschen Staatsgrenze am 15.06.1961 im Haus der Ministerien in die ARD-Mediathek gestellt und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und in dieser Pressekonferenz fiel ihm dieser bekannte Satz, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und dieses audiovisuelle Dokument ist auch Teil des UNESCO Memory of the World Registers 2011 in einer Sammlung Dokumente zum Bau der Berliner Mauer und 2+2 Vertrag, jetzt habe ich es aber, 1990 in das Register aufgenommen worden. Genau, und dieses Video steht nicht alleine in der ARD-Mediathek. Es ist eins von über 1000 Videos aus der Frühzeit des DDR-Fernsehens, die aktuell in der ARD-Mediathek abrufbar sind, eben unter dem Label Retro Spezial DDR. Und die Videos stammen aus den Beständen des Deutschen Rundfunkarchivs, da das Deutsche Rundfunkarchiv im Auftrag der ARD das audiovisuelle Kulturerbe des DDR-Fernsehens bewahrt. Dieses DDR-Fernsehen steht auch in der ARD-Mediathek nicht alleine, sondern ist Teil des ARD-Retro-Projekts. Seit einem Jahr stellen die ARD-Rundfunkarchive dort Videos aus den 50er und 60er Jahren frei zur Verfügung. Das heißt, es geht hier um eine systematische Öffnung der ARD-Rundfunkarchive. Und wir haben kürzlich am 27.10.2020, dem Weltgedenktag, 21 natürlich, dem Weltgedenktag für das audiovisuelle Kulturerbe, zurückgeblickt auf ein Jahr Online-Gang, kann man sagen. Und wir haben mittlerweile über 15.000 Videos aus den ARD-Archiven online, darunter kurze Nachrichtenbeiträge, aber auch eine wachsende Anzahl an längeren Magazinbeiträgen und Sendungen. Und wir können auch feststellen, das Angebot wird genutzt. Also wir hatten jetzt über 7 Millionen Wiedergaben der Videos, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und das trotz, so muss man natürlich sagen, der komplexen Gemengelage an Urheberrechten, Leistungsschutzrechten, der rundfunkrechtlichen Situation, die für die ARD-Rundfunkarchive auch immer zu berücksichtigen ist, und Persönlichkeitsrechten. Und diese Gemengelage hat natürlich auch zu einer langen Vorlaufphase des Projektes geführt. Kommen wir also wieder zum DDR-Fernsehen in der ARD-Mediathek. Aktuell haben wir vor allem Beiträge der aktuellen Kamera, also des Hauptnachrichtenformats des DDR-Fernsehens online, aus der Sendereihe Prisma, das war ein innenpolitisches Magazin, aus Umschau, das war ein frühes Wissenschaftsmagazin, und dann noch gewisse Sammlungen, thematische, die da heißen Sport im Fernsehfunk, Reportagen und Berichte des Fernsehfunks und der Fernsehfunk in eigener Sache, das ist eine rundfunkhistorische Sammlung. Das Angebot ist also weiter im Ausbau. Und nun ja, jetzt komme ich Brücke zum heutigen Tagungsthema. Wir haben es natürlich mit einem schwierigen Erbe zu tun, was die ARD da bewahrt, denn es geht natürlich um DDR-Staatsfernsehen, was wir hier frei zur Verfügung gestellt haben. Und entsprechend, ja, hier sieht man illustriert auch die Nähe des deutschen Fernsehfunks zur SED-Staatsführung. Und wir haben natürlich auch innerhalb der ARD und des DAA diskutiert,
Sollen wir diese Fernsehbestände auch in der ARD-Mediathek zugänglich machen? Und dabei sind natürlich auch viele Argumente gehört worden, viele Aspekte zu berücksichtigen. Und da wollte ich jetzt mal einen kurzen Einblick geben. Also zunächst mal sind es natürlich Produktionen des DDR-Staatsfernsehens. Sie entstammen damit keinem freien, unabhängigen Mediensystem und damit auch nicht dem, wofür die ARD heute steht. Gerade die aktuelle Kamera war ein stark durch die Parteiendiktatur beeinflusstes und zensiertes Format und eben berichtete auch eigentlich nur im Sinne der SED-Staatspropaganda. Die Redaktion bestand vorrangig aus Parteikadern und wurde politisch instruiert regelmäßig. Man darf also schon Bedenken haben, ob man dieses audiovisuelle Kulturerbe einfach frei ins Netz stellen sollte. Es gibt aber auch viele Argumente, die dafür sprechen. DDR-Fernsehen ist Teil des gesamtdeutschen audiovisuellen Kulturerbes. Das sieht man auch daran, dass es bis heute eine enge Verflechtung der Fernsehgeschichte aus Westdeutschland und Ostdeutschland gibt. Denn die ARD stellt ja noch ganz selbstverständlich DDR-Produktion ins Netz, in die ARD-Mediathek, denn sie werden ja auch regelmäßig im ARD-Programm wiederholt. Und zudem gibt es auch Sendereien aus dem DDR-Fernsehen, die ganz selbstverständlich bis heute fortgesetzt werden in den ARD-Rundfunkanstalten. Man denke eben an die Sendung Umschau, die ich schon genannt habe, die dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und es kam natürlich auch zu personellem Austausch zwischen den verschiedenen Rundfunkanstalten, auch in West- und Ostdeutschland. Auch gerade nach der Wende haben auch viele Journalisten natürlich weitergearbeitet für die ARD. DDR-Fernsehen ist damit heute natürlich noch immer ganz selbstverständlicher Teil unseres Medienkonsums. Man denke auch nur an das Sandmännchen oder Polizeiruf 110. Ich sage selbstverständlicher Teil unseres Medienkonsums natürlich, zumindest wenn man die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten noch konsumiert. Und wenn man DDR-Bestände nicht zugänglich macht, dann gibt es natürlich noch einen weiteren Aspekt. Denn die regionale Berichterstattung aus den ehemaligen Gebieten der DDR wäre dann auch unterbelichtet in dem rundfunkhistorischen Angebot der ARD. Und letztendlich möchte ich noch anmerken, es ist natürlich nicht nur so, dass das Staatsfernsehen der DDR tendenziös berichtet hat im Kalten Krieg, sondern auch das westliche Fernsehen war da durchaus eingenommen und ideologisch geprägt. Somit muss man eigentlich beide Bestände kritisch reflektieren und sich damit auseinandersetzen. Und das natürlich nicht nur bezogen auf die deutsch-deutsche Geschichte, sondern auch bezogen auf diskriminierende Sprache zum Beispiel und Narrative. Ja, erschwerend und bereichert in diesem Diskurs war natürlich, dass DDR-Geschichte noch erlebte Geschichte vieler Menschen ist und dass zum Beispiel auch im Deutschen Rundfunkarchiv sich darin niederschlägt, dass wir noch Kollegen haben, die zum einen die DDR erlebt haben, zum anderen aber teilweise im Deutschen Fernsehfunk noch gearbeitet haben, auch wenn sie gerade die meisten in Rente gegangen sind. Ich glaube sogar der letzte vor einigen Wochen. Somit gibt es auch viele Meinungen und Deutungen zu den zwei Fernsehgeschichten und das war auch zu berücksichtigen. Schließlich haben wir also im Projekt entschieden, die DDR-Fernsehbestände auch zu öffnen und dies auch in der ARD-Mediathek zu tun, als Gegenüber von Ostfernsehen und Westfernsehen. Dabei haben wir aber darauf geachtet, dass die DDR-Fernsehbestände schon optisch sich abgrenzen. Es gibt also den gelben ARD-Retro-Wimpel, der dann auch nochmal auf die einzelnen Rundfunkanstalten runtergebrochen ist. Es gibt RBB-Retro, SWR-Retro etc., um auch nochmal die Provenienz der Videos aufzuzeigen. Und es gibt Retro-Spezial-DDR. Hier haben wir tatsächlich auch auf das ARD verzichtet, um zu zeigen, dass es eine andere Provenienz ist. Und jetzt sind wir auch in der Lage zu kuratieren. Hier ist eine Sammlung zur Berichterstattung rund um den Mauerbau. Und hier sieht man dann auch gleich, was ist West- und was ist Ost-Berichterstattung und kann sich damit dann beschäftigen. Wir haben auch einen Disclaimer vorgeschaltet vor die einzelnen DDR-Videos, um nochmal zu zeigen, die kommen eigentlich nicht aus Vorläuferanstalten der ARD-Rundfunkanstalten, sondern aus dem DDR-Staatsfernsehen. Das war uns auch wichtig, auch bezogen auf jedes Video, da man über die Suchmaschine auch neben den aktuellen Produktionen in der ARD-Mediathek die historischen angezeigt bekommt und dort auch gleich merken soll. Jetzt gibt es einen letzten Aspekt. Den haben Sie weggelassen, weil der ZDF ist oder was?
Bitte. Da erwischen Sie mich jetzt kalt. Natürlich bezieht es sich hier auf die ARD. Ja. Gut. Ein letzter Aspekt, ich wurde hier schon hingewiesen, ich muss langsam zum Ende kommen. Aber es reicht natürlich nicht, dass wir sagen, wir machen es zugänglich und auch gewisse urheberrechtliche Filterkriterien berücksichtigen, sondern wir haben auch im DAA nochmal diskutiert, worauf wir sensibel achten wollen, denn man muss natürlich auch bedenken, es ist erlebte Geschichte und wir gehen auch davon aus, vor den DDR-Kameras haben Menschen vielleicht anders gehandelt, als sie es in einem freien Mediensystem getan hatten. Wir haben auch gerade in Prisma Fälle von Berichterstattung mit versteckter Kamera. Wir haben sogar Interviews von Gefängnisinsassen zu ihren Verkehrsdelikten und auch hier haben wir beschlossen, uns im Team wirklich mit allen Videos zu beschäftigen und zu entscheiden, sodass hoffentlich keine Privatpersonen heute noch persönlichen Schaden nehmen, indem wir Videos freigeben, die eigentlich problematische Inhalte für einzelne Privatpersonen heutzutage noch enthalten. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.